Die Lösungen der Gleichung x Quadrat minus 7 mal x minus 11 gleich 0 sind Alpha und Beta. Wie viel beträgt Alpha im Quadrat plus Beta im Quadrat? Wir wissen, dass die Summe der zwei Lösungen dieser Gleichung zweiten Grades 7 beträgt und ihr Produkt minus 11 beträgt. Also wissen wir, Alpha plus Beta gleich 7 und Alpha mal Beta gleich minus 11. Je nachdem, was wir kennen und was wir suchen, nutzen wir diese binomische Formel, in der wir Alpha plus Beta durch 7 ersetzen können und Alpha mal Beta durch minus 11 ersetzen können. Und somit finden wir, dass 49 gleich ist zu Alpha Quadrat plus Beta Quadrat minus 22. Also ist Alpha Quadrat plus Beta Quadrat gleich zu 49 plus 22, das heißt 71. Und demzufolge ist die Endantwort auf die gestellte Frage 71.